Du hast ein wirres Gefühl, es ist ein Durcheinander bei dir, du müsstest dich entscheiden und du kannst dich nicht entscheiden und was machen wir dann? Was machen wir dann? Ja, dazu habe ich dir nun einen tollen Tipp. Und zwar entscheide dich für nicht verwirrt zu sein. Aha. Ein Beispiel. Du stellst Rechnungen und dein Kunde bezahlt nicht oder deine einzelnen Kunden bezahlen nicht. Du bist verwirrt darüber und denkst dir, ach, was soll ich nur tun? Und die zahlen einfach nicht und ich habe da keine Idee dazu. Was ist die Lösung? Entscheide dich, dass du solche Kunden nicht mehr haben willst, dass du einfach sagst, nein, fertig, ich nehme solche Kunden nicht. Der wird abgemahnt, das kommt ins Mahnwesen und diese Kunden werden nicht mehr beliefert. Dieses Wirrwarr geht dann weg, wenn du dich entscheidest und wenn du weißt, okay, ich habe da meine klare Linie. Das Ganze ist auch, ich habe kürzlich bei Instagram den Post gemacht, wenn ich unordentlich bin, wenn eine große Unordnung steht und ich nicht weiterkomme, dann muss ich einfach für Klarheit schaffen. Ich muss aufräumen. Es ist nicht nur hier im Büro oder in meiner Wohnung aufräumen, sondern auch in den Gedanken aufräumen. Du musst dich dann für Klarheit entscheiden, dich auch entscheiden, einen Weg, eine Richtung gehen. Und wenn du das tust, dann geht das ganze Wirrwarr nämlich weg. Dann geht das weg. Und du weißt, okay, jetzt bin ich wieder ruhig, ich weiß, wie es funktioniert. Also, überlegen, was mich wirrig macht, was mich ja, so unzufrieden macht, was mich belastet, was mir nicht gut tut, dann schreibst du dir das auf und dann überlegst du, was kann ich entscheiden, wie kann ich mich entscheiden, dass das weggeht, was muss ich tun, dass das weggeht und dann entscheidest du und dann hast du deine Klarheit. Zwei Dinge aufschreiben, die Situation, wie sie jetzt ist und wie du sie haben willst und nicht, dass du monatelang, jahrelang, immer wieder um das Gleiche. Immer wieder ärgerst du dich und die gleichen Kunden. Ich weiß das so gut beim Rechnungswesen, wie es bei mir war, bei uns. Boah, wir haben Jahre, echt Jahre gebraucht, bis wir Nein sagten. Weil wir waren ja im Aufbau vom eigenen Business. Das heißt, man tut alles für den Kunden oder wir tun immer eigentlich noch alles. Und dann ist es noch schlimmer und noch schwieriger, wenn du plötzlich Nein sagen musst. Aber wenn du dann siehst, wenn du dir deine Zahlen anschaust und du siehst, dass diese Kunden immer weniger bezahlen und immer noch länger nach hinten hinaus, nach 3 Monaten, 4 Monaten, 6 Monaten, 9 Monaten, hey, das war mein Geld und wir mussten das alles ja vorfinanzieren. Wir müssen das schon vor der Produktion vorfinanzieren, dann, auch wenn wir versendet haben, wenn das gar nicht mehr bei uns haben wir das ja immer noch finanziert und warten dann immer noch auf das Geld. Also das kann manchmal dann 2 Jahre dauern, bis dieses Geld wieder drin ist. Und als mir das dann so bewusst wurde, dachte ich, nein, sorry, mein lieber Kunde, dann haben wir begonnen, Mahnung 1 zu schreiben, Mahnung 2, Mahnung 3. Und es nützte einfach nichts. Man war nett und man war lieb. Und am Ende aber, nach der dritten Mahnung, wurde der Kunde immer noch wütend, warum wir dann mahnen. Und wir wurden immer noch angeschnauzt und schlussendlich sagte ich, ja, das kann es nicht sein. Wir geben uns alle Mühe, wir haben das Produkt geliefert, das ist gut, warum wird nicht bezahlt? Und dann mussten wir einen Schlussstrich machen. Nur diesen hätte ich schon Jahre früher machen sollen, viele Jahre früher. Wir haben das dann gemacht und sind wirklich jetzt strikte. Wir sind strikte, genau deswegen. Wir haben natürlich wieder neue Kunden verärgert, weil wir so strikte sind. Aber wir haben jetzt auch viele dazu gewonnen und wir fühlen uns einfach gut und klar. Es ist einfach eine Regel nun vorhanden und wir folgen dieser Regel. Und 2 Monate nach Bestellausgang, wir wissen genau, wo der Stand der Dinge ist. Wir wissen genau, wie der Hase läuft und das verringert einfach das Arbeitsleben und auch wenn du so etwas in dein Privatleben umwälzen möchtest, kannst du das natürlich auch, wenn du dort nervös bist oder einen Wirrwarr hast wegen irgendeinem Grund bei dir zu Hause, dann überlege, wie du das haben möchtest, was wäre es und dann entscheide dich und dann machst du es und dann bleibst du dran und dann wirst du sehen, wie dann das Gute wieder kommt, wenn der Fluss, es fließt wieder
Und du weißt vor allem, was du annehmen sollst und was du nicht annehmen sollst. Länger geworden, als ich wollte. Aber ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben, was du bei dir im Alltag sofort umsetzen kannst. Ja, denn wenn wir diese Klarheit nicht haben, wenn wir diesen Wirrwarr haben, das raubt uns Energie. Das raubt uns einfach Energie. Und wenn du das hast, dann setz dich hin, schreib es auf. Schreib auf, immer aufschreiben ist sowieso gut. Raus, raus, raus. Die Gedanken müssen raus auf ein Blatt Papier. Und dann das Lesen. 2 Stunden später liest du es nochmals, nächsten Tag nochmals. Und meistens dann hast du die Idee und sagst, weißt du was, ich will das, ich entscheide, ich finde die Lösung und gut ist. Und das tut gut. Und so kommst du weiter. Also, danke. Und sonst bei mir auf der Webseite coachnadia.ch findest du weitere Informationen und ganz viele Dinge zum Runterladen und Anleitungen, Vorlagen, ja, in diesen Bereichen. Und sonst bei mir auf dem YouTube-Kanal. Bis dann. Tschüss.